Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 und in diesem Fall sogar Witcher-Videos heute für euch am Start. Wir machen sozusagen den CD Projekt Red Rundumschlag. Es gibt nämlich für beide Spiele neue News, Leaks und richtig spannende Infos, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir fangen mal mit den positiven Sachen an und die betreffen Witcher. Es wurde nicht nur der erste Season 2 Teaser-Trailer rausgehauen für die Witcher Netflix-Serie, es soll sogar eine ganze Convention stattfinden, die WitcherCon. Die wird in ziemlich genau einem Monat stattfinden und dort werden wir nicht nur Neues über die Netflix-Projekte erfahren, ja richtig gehört, Plural-Projekte. Es gibt nicht nur die zweite Staffel von The Witcher, sondern sogar noch mehr Kram, über den wir gleich noch sprechen werden. Wahrscheinlich werden wir auch noch mehr über die Next-Gen-Version von The Witcher 3 erfahren und wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zum Mobile-Ableger Witcher The Monster Slayer, der ja auch bald rauskommen soll. Also bei der WitcherCon handelt es sich um ein zweitägiges digitales Event, welches gemeinsam vom Streaming-Anbieter Netflix und dem Entwicklerstudio CD Projekt Red veranstaltet wird. Fans können über YouTube und Twitch jeweils zwei verschiedene Livestreams verfolgen, im Zuge derer es einige in Anführungszeichen Überraschungen sowie in Anführungszeichen exklusive Einblicke geben soll, laut eigenen Aussagen. Zu WitcherCon gibt es bereits eine offizielle Webseite, wo dann in absehbarer Zeit der vollständige Plan veröffentlicht werden müsste. Ich werde euch mal diese Webseite sowie auch den YouTube und den Twitch Livestream unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleiben könnt. Das Ganze wird dann zwischen dem 9. Juli 19 Uhr deutsche Zeit und dem 10. Juli 3 Uhr in der Früh deutsche Zeit stattfinden, also geschmeidige 8 Stunden lang. Bin sehr gespannt, was dort alles gezeigt werden wird. Laut der offiziellen Webseite und der Pressemitteilung sind diverse interaktive Panels mit den Verantwortlichen hinter dem Witcher-Universum geplant und Zuschauer sollen nicht nur Neuigkeiten bezüglich der Zukunft der Marke bekommen, sondern auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen und nie zuvor gesehene Enthüllungen. Besonders konkret fallen die aktuellen Infos nicht aus, aber Neuigkeiten zu den folgenden Projekten wurden zumindest schon mal angeteased. Natürlich zuerst einmal The Witcher auf Netflix. Da wird auf jeden Fall ein richtiger erster Trailer kommen und der Starttermin zur zweiten Staffel, davon gehen zumindest viele aus. Nightmare of the Wolf auf Netflix soll ein Anime-Film um Geralts Mentor Vesemir werden und auch da kann man wahrscheinlich schon mal mit einem Starttermin rechnen. Witcher Monster Slayer wird es wahrscheinlich auch ein paar neue Infos geben, sowie einen konkreten Starttermin. Das hat bisher nämlich nur einen groben Release-Zeitraum, da wurde nämlich nur gesagt, dass das im Sommer 2021 kommen soll, aber nicht wann genau. Witcher Comics und weiteres Witcher Merchandise wird es wahrscheinlich auch noch geben. Und was ist mit einem Witcher 4? Ja, das ist natürlich die große Frage. Es soll auf jeden Fall ein weiteres Witcher-Spiel geben nach Wild Hunt, nach dem dritten Teil, welches jedoch kein direktes Sequel werden soll, also kein direktes Witcher 4. Gut möglich, dass wir weder Geralt noch Ciri spielen werden, sondern mal einen komplett neuen Storybogen. Allerdings dürfte das Projekt noch nicht allzu weit fortgeschritten sein, um jetzt schon neue Infos dazu zu präsentieren, vor allem in Anbetracht dessen, dass Cyberpunk momentan Priorität beim Studio einnimmt. Fans sollten dazu also keine allzu große Hoffnung haben. Witcher 3 Next Gen dürfte allerdings schon ein Thema sein, vor allem weil das ja auch in der zweiten Jahreshälfte jetzt rauskommen soll. Und ich bin auch gespannt, ob wir jetzt in der E3 Berichterstattung noch irgendwas von CD Projekt Red sehen werden. Die haben vielleicht einen Slot bei der Xbox-Präsentation. Die wird jetzt auch in ein paar Tagen folgen, ich glaube sogar schon morgen oder übermorgen, muss ich nochmal genau gucken, auf jeden Fall nicht mehr allzu weit weg und die wollen auf jeden Fall nochmal einen Marketing-Push machen zur Next-Gen-Version, sowohl von The Witcher als auch von Cyberpunk, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Es soll außerdem noch ein Netflix-Prequel geben, ein quasi Spin-Off zur Witcher-Serie Blood Origin, zumindest ist das jetzt noch nicht konkret erwähnt worden. Bei der WitcherCon aber könnte auch eine Rolle spielen dann. Also man merkt schon, Netflix ist gerade richtig scharf darauf, das Witcher-Universum weiter auszubauen. Ist ja auch kein Wunder, die erste Staffel der Witcher-Serie kam überragend gut an. Ich fand die auch persönlich fantastisch, einer meiner Lieblingsserien geworden und davon gibt es bisher ja nur eine Staffel. Also da darf ruhig noch viel, viel mehr kommen. Ich bin sehr gespannt, denn es soll ja auch ein Cyberpunk-Anime geben, der über Netflix kommen soll. Ob dazu noch was gesagt wird, der hat weder auf der E3 noch auf der WitcherCon so einen richtigen Platz. Mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Cyberpunk-Con raus, wenn Cyberpunk einen besseren Ruf genießen wird. Apropos eine witzige Story, der Witcher 3 Voice Actor hat getweetet, dass er selbst Cyberpunk erst spielen wird,
wenn das Ganze gefixt wurde. Also da selbst wartet noch darauf, dass hoffentlich irgendwann mal Cyberpunk noch besser läuft. Was die Old Gen angeht, also PS4 und Xbox One, habe ich da allerdings keine allzu großen Hoffnungen mehr. Denn selbst mit den ganzen Patches, die bisher gekommen sind, ist kein allzu großer Unterschied zwischen der Ursprungsversion und der Patch 1.22 Version auf den Old Gens zu sehen. Meiner Ansicht nach, es stürzt zwar nicht mehr so doll ab und die Framerate ist ein bisschen höher, aber es ist halt bei weitem nicht das, was uns CD Projekt Red damals versprochen hat. Ich meine, selbst heute noch ist auf dem Cyberpunk YouTube-Kanal ein Video online, wo sie uns eine angebliche PS4-Version präsentieren, die einfach nichts mit der echten PS4 zu tun hat. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, das wurde nicht auf einer PS4 aufgenommen, da haben sie uns einfach stumpf angelogen. Und dafür hat das Management von CDPR auch die Quittung bekommen. Nicht nur durch die relativ schlechten Verkaufszahlen, nicht nur dadurch, dass es aus dem PlayStation Store entfernt wurde, nein, auch durch den Hack. Der Hack hat ihr als Grund damals gesagt, dass sie ihre Kunden schlecht behandelt haben. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, CD Projekt Red wurde vor einigen Monaten von einer anonymen Gruppe gehackt. Die Nachricht damals war ziemlich kindisch, aber das Ergebnis war, dass der Quellcode von The Witcher 3, von der Next-Gen-Version davon, sowie auch von Cyberpunk und von Gwent entfernt wurde und zum Verkauf angeboten wurde. Und tatsächlich gab es wohl einen Käufer. Wie sich jetzt herausstellt, ist doch recht viel davon in den Umlauf gekommen. Man weiß jetzt natürlich nicht, kommt das vom Käufer, gab es überhaupt einen Käufer, haben die sich vielleicht nicht geeinigt mit den Hackern und die Hacker haben sich jetzt gelangweilt und wollten nach all der Zeit CD Projekt Red nochmal einheizen. Jedenfalls haben wir zum einen eine Bug-Compilation von einem der Entwickler gesehen, also tatsächlich jemand, der an Cyberpunk gearbeitet hat, der einfach mal ein riesiges Video gemacht hat mit allen Bugs, denen er begegnet ist in der Zeit, wo er daran entwickelt hat, und das wurde wohl kurz vor der Veröffentlichung noch gemacht, also die Entwickler, aber auch das Management wussten genau, in welchem schlechten Zustand sich Cyberpunk befindet. So viel zur Ausrede immer, dass das Management doch nicht genau wusste, wie schlecht es wirklich ist. Die wussten ganz genau, was sie da machen. Und zum anderen gab es wohl auch noch einige Privatinformationen von den Entwicklern, die leider auch ans Tageslicht gekommen sind. Da hat sich auch CD Projekt Red nochmal persönlich zu Wort gemeldet, nochmal bestätigt, ja, tatsächlich, durch den Februar-Hack sind gerade ziemlich viele Leaks in den Umlauf geraten. Die arbeiten natürlich daran, alles möglichst einzudämmen und vor allem die Privatinformationen der Entwickler zu schützen. Der Mitarbeiter ist ja auch völlig verständlich, richtig so. Aber interessanterweise kam im Zuge dessen auch noch alte Versionen ans Tageslicht von Cyberpunk, zum Beispiel eine, wo noch an einer Third Person gearbeitet wurde. Ursprünglich sollte es ja eine Third Person durchaus geben, das wurde danach ja in eine reine First Person geändert, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber eine Third Person ist das, was sich natürlich viele Leute gewünscht haben, was unverständlich ist meiner Ansicht nach immer noch, warum man nicht zumindest die Option anbietet. Ich verstehe, dass man auf jeden Fall eine First Person haben möchte, aber warum nicht für die Leute, die Third Person mögen, auch noch eine anbieten? Optionen sind immer gut, nie was Schlechtes, Einschränkungen sind immer was Schlechtes. Aber ja, ihr seht hier, wie es damals ausgesehen hat in einer 2013 veröffentlichten kleinen Demo, die sie den Entwicklern gezeigt haben. So war das damals. Leider hat das nie wirklich dann weiter Fahrt aufgenommen, wie es scheint, und wurde eingestampft. Aber vielleicht sehen wir nochmal einen kleinen Umschwung da. Zumindest gibt es schon einige Mods, die daran arbeiten. Und wenn das Mods können, dann können das doch auch die offiziellen Entwickler, oder? Möchte man zumindest meinen. Jedenfalls waren das erstmal die wichtigsten paar Infos für The Witcher und Cyberpunk, die so in den letzten paar Tagen zirkuliert sind. Ich bin sehr gespannt, was da noch so ans Tageslicht kommen wird, gerade im Laufe der WitcherCon. Ich bin sehr gespannt auf das Next-Gen-Upgrade, sowohl von Cyberpunk als auch The Witcher. Hoffentlich wird das nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Dann werden wir das Ganze auf jeden Fall nochmal zusammen angehen, vielleicht sogar komplett streamen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, Witcher richtig zu beenden. Das habe ich nämlich nie platiniert und hatte ich immer schon mal auf der Agenda. Das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris the Joker, René, Markus, Matze, Big Chris TV, Lil Assassin, der Lukas, Gerald, Chili Tom, Christian, Kimmy, Grey Shooter, ADAC offiziell, Noxy und Sonic. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.